war jetzt? Was ist passiert? Ah doch, jetzt. Ah, die Festplatte ist runtergefahren, okay. Die muss... Ey, wir nehmen schon 20 Sekunden auf. Ja, so. Dann müssen wir nochmal... Ich hoffe, jetzt mal einen Cut. Aufnahme startet jetzt. Okay. So. Ja. Macht man ja so, ne? Man klatscht dann in die Hand, wenn die Aufnahme startet. Genau. Hast du jetzt einfach auch geklatscht? Genau. Was? Jetzt weiß ich gar nicht, welches Klatschen da das Richtige war von den beiden Klatschern. Achso. Das Erste. Juhu. Hallo, Micha. Hast du auch so Hallo, viel Spaß an Dead Space 3? Ich habe schon übrigens ja, super Spielzeit in diesem Spiel. Davon anderthalb Stunden Hauptmenü. Oh. vermutlich zumindest. Ja, Dead Space Bestimmt, 3. Bestimmt, ja. Starten, ne? Ja. Starten wir mal. Einfach mal starten, genau. Ziele und drücke Space, um mit dem unteren Tool deine... Das war zu langsam. Oder ich zu schnell. Nee, das war zu schnell oder ich zu langsam. Wusstest du eigentlich, dass Dead Space 3 von EA ist? Ja, von Visceral Games. Visceral. Das steht doch im Anfangsmenü, in diesem Hauptmenü. Das kannst du auch nicht überspringen. Mhm. Ne? Ja, habe ich nicht so oft gesehen. Mann. Ja, man sieht mich jetzt auch übrigens. Hoffe ich zumindest in dieser Webcam da unten. In dieser Cam. Ich zeig mit dem Finger drauf, da war der so nochmal. Zeigst du mit nacktem Finger auf angezogene Leute? Richtig, auf mich Himmel, quasi. Kaufmann! Ja. Himmel, das bringt doch Kaufmann. Nichts! Auf einer? Hier Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Suchen Sie nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin oder haben Sie verloren. Verdammt! Dem Wegpunkt folgen? Dem folgen wir seit 3 Stunden und haben 0, nichts gefunden. So gucke ich mir auch vor. Ja. Das ist genau meine Gefühle. 3 Stunden in Dead Space und nichts gefunden. Ja. So, du bist jetzt hinter mir, ne? Ja, yep. Genau. Winter Wonderland. Ja. Lall. Also Home kannst du schon mal drücken und halten sie. B. Da müssen wir hin. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Warte, laufendes Schiff mit Sicherheit. Ja, genau. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Oh, komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Himmel, du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Wie geht's eigentlich deinen Katzen, Micha? Denk es gut. Ja? Die haben gerade ihre... Das sind jetzt schon 20 oder 30 Minuten. Oh nein. So, rennen, halten Sie Schiff gedrückt. Machen wir das nochmal. Scheiße. Oh. So hört man die? Nein, gar nicht. Hey, Gott, wir haben es gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Also wenn ich gleich schreie, dann ist es wieder eine Kralle im Zeh oder so. Ja, oder weil die so fantastisch erschreckt, dass bei diesem erschreckenden Spiel... Kugeln, genau. Super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hineinschießen. So. Ich muss doch irgendwas einstellen. Ja, ich stelle mal irgendwas ein. Ja, ja, Audio, die Sprachlautstärke ist extrem laut scheinbar. Laut. Ja. Ja. Ich warte gerne. Die schreien mich alle an. Sehr unhöflich. Bestätigen. Also es läuft alles einwandfrei. Ja. Ohne Unterbrechung. Ganz ohne Unterbrechung. So. So. Die Munition war jetzt aber für jeden Einzelnen da, ne? Also das heißt, ja, genau. Jeder hat jetzt 3 Kisten hier gehabt. Ja. Okay, alles klar. So. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Guck mal. Warte, wie geht das nochmal hier? Achso, drauf schießen. Drauf schießen. Erstmal nachladen. Drücken Sie ihn. Gott, hab ich mich erschrocken. Guck mal, ne? Die Axt im Haus, der sitzt jetzt immer mal übrigens. Ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa 1/2 Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Oder oh, ist ja auch noch was? Nee. Oh.
Warte, guck ich auch mal. Cool. Wie haust du eigentlich der Waffe zu? Achso, aber ohne anvisieren. Ja, genau. Okay, alles klar. Komm mal rein. Ohne anvisieren schießen, hä? Außer Hüfte. Da sind wieder welche. Was für ein Schwierigkeitsgrad war das jetzt nochmal? Normal. Mhm. Okay. Normal. Ey, voll normal. Aber. Na, komm. Ey. Was sagen wir, das geht mir nicht hier. Oh, noch einer. Nein. Oh, Schock. Nein. Ich muss mal lachen. Ne? Ich mach mal eben nach. Okay. Also Munition für den PR ist noch genug. Huh. Wie hast du denn Dead Space 1 gefunden? Hab, genial. 1 war super, ne? 1 war, also, eins der besten Spiele, eins der besten Horror-Games, die es gibt, finde ich so. Ja, finde ich auch. Das habe ich jetzt. Teil 2 nimmt dann schon arg ab. Ja, und ich glaube, der Höhepunkt am Abnehmen ist jetzt Teil 3. Ja. Ohne viel zu viel wegzunehmen, aber die Testberichte sagten noch einiges. Aber es ist halt ein Koop-Spiel und Koop machen ja Spiele ja immer Spaß. Genau. Können wir gemeinsam rumlästern. Genau. Und gemeinsam Angst haben. Richtig. Oh, das passiert schon wieder was. Nein, wir fallen runter. Boah, ist das tief. Tief? Nee, es ist Alan. Hey, Alan! Tim, wo sind Sie? Hey, danke. Ich hänge an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist, der Code. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Dino und halten Sie keine Scheiße an! Noch jetzt Oh, ich rutsche. Jetzt ist hier links. No. Jetzt geht's aber ab hier. Oh. Mach ich einfach mal. Ich bin tot. Nee, ich lebe noch, oder? Jo, ich lebe noch. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht, aber ich, das ist ja gut so. Okay. Denke ich. Hoffe ich. Oh. Alan! Hey, Alan! Ja. Steven! Ja, ja, sag was. Hier, Davis. Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie der junge Spider-Man, wie heißt der denn nochmal? Tobey Maguire? Ja. Oder Spider-Man Junior. Ja, Spider-Man Junior. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Mahat? Wo ist Dr. Ja. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Mhm. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Geht nicht. Ja, ja Sir, ja. Natürlich. Gut. Schön zu hören. Oh. Headshot. Also entweder man hat's oder man hat's nicht. Ja. Ne? Oh. Nochmal salutieren. Ja, guck. Der hat's wohl nicht. Ja. So, ne? War das jetzt schon Dead Space 3? Ich kann wohl, dass er so schlechte Kritiken gekriegt hat. Bei dem ein bisschen Spielzeit. Komm, jetzt spielen wir uns auf Hardcore durch. Ja, genau. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden. Was machen denn die Katzen da im Hintergrund? Ich meine, es stört mich kein Stück, kann nicht wirklich, aber ich finde so ein Rappel und so ein Rauschen. Ja. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Die haben eine Tüte, so eine Weihnachtsgeschenk
Tüte entdeckt. Das stört natürlich jetzt ein bisschen die Atmosphäre von diesem extrem spannenden Spiel. Ja? Vorsicht, Sarkasmus. Aus, Katze! Böse Katze! So. Wer von uns beiden ist denn wohl Isaac? Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Ellie? Wo ist Ellie? Sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist Ellie? Ornithologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Nun zwei viel Zeit davon, wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Will dieses Spiel einfach irgendwie nicht ernst nehmen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe so viele Sachen über dieses Spiel gelesen. Ja. Ich sag mal so, dieser actionreiche Start, der war ja auch schon ein bisschen zu... Ja, also Michael Bay-mäßig, hä? Ja. Und bei 1, da rennst du allein über so eine komische Raumstation. Ja. Ich bin Isaac, ich bin die Hauptperson, du nicht. Boah. Drücken Sie Q? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Vor allem rennt man beim ersten Teil dann noch irgendwie gefühlte paar Stunden alleine durch die Gegend und sieht erstmal nichts, mehr oder weniger. Und hört nur Geräusche. Ja. Und er spricht keinen Ton. Nicht ein Wort spricht er. Isaac. Ja. Okay, meine Miete ist überfällig. Wurde mir gerade gesagt. Oh. Hier bin ich. Okay. Da bist du. Ich dachte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ellie! Ich erkläre es Ihnen später. Ellie! Ellie! Hey, Ellie! Nee, hier geht's nicht lang, aber der... Oh, warte, hier war was. Medipack. Medipack. So, dann gehen wir mal hier... Richtig actionmäßig mal hier in der Ecke. Actionmäßig, aha. Action. Plupp, was du da, hä? Ja. Action of Glory. Hey. Hey. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scarfletches Bataillon. Steven! Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Das ist eine Katarriere, ne? Wie stehe ich denn um? Niemand mehr? Space. Los jetzt! Wir haben uns gefunden zum Warten. Los! Ja. Aber runter hier! Komm, los! Geister! Oh, ich muss nachladen. Nein! Ich muss gleich schießen. Oh, in den Wagen! Gar nichts mehr. Keine Munition mehr. Ja, ich bin alle. Ich renn mal schnell zum Wagen. Harry, hol schon mal den Wagen. Okay. Hier lang. Sie sind hier unten. Wie war es mit actionreicher Anfang? Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Eine Granaten. Okay. Nur nachladen hier und wieder in den Kopf. Achtung! Vielleicht nicht in den Kopf. Aber ganz daneben. Hinter der. Wo ist denn der? Hinter der Säule, würde ich gerade sagen. So, was haben wir denn hier oben? Oh, da lag schon was. Medipack klein, das nehmen wir mit. Munitionsclip. Ah, Munition. Drehen wir ihn nochmal drauf. Ob er noch was hat. Nö, hat er. Doch, hat er doch.
Ist da noch was drin? Nö. Kann man die Schulter irgendwie wechseln? Nee, ne. Okay. Ich glaube nicht. Sehr, sehr dramatische Musik. Oh, für Norton, das ist Unitologen. Das Kamikaze-Komponent. Warum wollen Sie uns töten? Die wollen Sie töten. Nur noch Medipack, falls es nicht zusammen ist. Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Oh, der Typ auch verloren, der explodiert ist. Oh, noch Munition. Also ich habe eigentlich alles gesammelt, was hier rumlag, aber wir haben alles doppelt scheinbar halt, wie gesagt, ne? Ja. Haben Sie den Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel, nein, aber hier ist wohl eine Leiter. Genau. Wo bin ich so auf dem Arsch, ja? Oh, Mann. Sie haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind Sie eine Bedrohung für deren Plan. Sie konnte erkennen? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, jetzt zum Dach des Fletcher Court Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Hört es? Nee, weil ich bin ja. Also, nein, war die Katze. Wie heißt denn mal dieses Knoten? Braucht man ja doch, ne? Genau. Nee, aber ich bin nicht noch drin. Deaktiviert. Okay. Könnte auch gar nicht dran. Da. Da ist geöffnet. Das ist ein Medipack. Warten. Worauf? Öffnen. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Das ist nicht. So. Gucken hier, du weißt ja nie. Wohl das, was ja innovativ sein soll beim Spiel, ist ja die Waffenerstellung, ne? Oder wie? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß. Man kann die wohl irgendwie bauen, zusammenschweißen und sich irgendwie die so zurechtbasteln wie. Oh, au, au, au. Wie man sie haben will. Ich weiß nur, dass du hier mit Mikropayments da Waffen kaufen kannst, das weiß ich wohl. Scheiße. Auch. Der Freeway. Unbemannte Transporter, die halten für nichts an. Was ist mit unseren Stasi-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. Guck, ich mach mal. Ja? Wir brauchen eine Fußgängerampel. Ja. Zebrastreifen leicht gemacht. Ups. Ups. Ups, sagt er. Er sagt Ups. Oh, das war die falsche Taste. Hups. Oh, was habe ich da denn getan? Ein paar Zivilisten tot? Hups. Nein, das war noch unbemannt, hat er gesagt vorher noch. Ach ja. Das wäre ja ganz schön gemein. Ach welche? Ja, also. Jetzt echt mal. Medipack. Hier noch zwei von diesen Dingern: Munition und Stase. Oh, warte mal, hier unten sind noch welche. Unten waren noch welche. Hab ich eliminiert. Na, öffnen. Oh, hatte ich da. Oh, hat nichts. Was ist das? Kommen Sie! Zitter. Wir müssen aufs Dach! Ach, das ist die 1, 2, 3 oder Maustab. Öffnen. Öffnen. Oh. Bei die Party. Ja. Hast du Bock auf Party? Brüder und Schwestern. Zur Party? Zur Party. Ich rufe meine Freundin an und sie sagt, was geht. Unternehmen, mit denen wir okay, lachen und. Boss-Doll ist doof. Wer ist er denn hier? Mach uns ganz.
Wie er schreit dabei, wenn er wieder dafür zuhaut. Das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Aufgaben? Wenn ich sage, Sie hätten mit dem Marker experimentiert, der hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die Kollegen halten. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Mit Tab das Menü auf, ne? Ah ja, okay. Trotzdem voll. Oh, voll 3D, ey. Wir werden weiterleben. Dann nicht als könnte ich mir was auswählen. Sondern als Gott. Oh mein Gott, bitte. Weißt du, was mich gerade trifft? Nein. 20 Minuten sind um. Nein, unglaublich. Meinst du, wir sollen hier einen kurzen Break machen? Ja, machen wir, ne? Weil du so spannend bist jetzt, sehr actionreich. Ja. Ich hab aber schon Angst und so gehabt. Also, ja, doch, weil sehr beängstigend, sehr bedrückend auch. Ja, dann machen wir hier noch ein kurzes Päuschen, wa? Jo. Und jetzt lass was denn? Ach ne, der labert immer das Gleiche, okay. Der labert immer das Gleiche. Okay. Ich hab auch nicht zugehört, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Und dann, warte mal, komm hier auf, wie ja, ne? Jo. Tschö. Nee. Sieht aber nicht so schön aus wie ein Portal. Schade. So, und F12. So, weg.